Friedrich Hölderlin Colomb. Textherstellung D.E. Sattler. Wünscht ich, der Helden einer zu sein und dürfte mit der Stimme des Schäfers oder eines Hessen, dessen eingeborener Sprach es bekennen, so wär es ein Seeheld. Tätigkeit zu gewinnen, nämlich um nichts zu verderben, ist das Freundlichste, das unter allen und Ordnung, heimische, durchaus bündig zu lernen und gestalten, in den Sand, Gefäße gebrannt, dürre Schönheit aus Nacht und Feuer, voll von Bildern, reingeschliffenes Fernrohr, hohe Bildung, nämlich für das Leben den Himmel zu fragen. Wenn du sie aber nennest, Anson und Gama und Flibustier und Aeneas und Doria, Jason, Chirons Schüler in Megaras Felsenhöhlen und im zitternden Regen der Grotte bildete sich als auf dem wohlgestimmten Seitenspiel ein Menschenbild aus Eindrücken des Walds. Und die Tempelherren, die gefahren nach Jerusalem, Bouillon, Rinaldo, Bougainville. Gewaltig ist die Zahl, gewaltiger aber sind sie selbst und machen stumm die Männer. Licht aber, man kehret wesentlich um, wie ein Bildermann, der stehet und die Bilder weiset der Länder, der Großen auch, und singt der Weltpracht. Dennoch hin nach Genua will ich, zu erfragen, Kolumbos Haus, vielleicht am Kornhaus sitzend, von Sizilien her, wo er, als wenn eines der Götter eines wäre und wunderbar der Menschengeschlecht, in süßer Jugend gewohnet. Wie aber jetzt, meinst du, es solle gehen wie damals? Nämlich sie wollten stiften ein Reich der Kunst. Dabei ward aber das Vaterländische von ihnen versäumet und erbärmlich ging das Griechenland, das Schönste, zugrunde. Wohl hat es andere Bewandtnis jetzt. Es sollten nämlich die Frommen das Sakrament heilig behalten. Das hält unsere Seele zusammen,
die uns gönnet, Orbis Ecclesia. Die Geheimnisfreundin, die Gesellige, die auch waltet in Gärten, weithin, Gott woll, an unser End. So du mich aber fragest, wird es gehen nach Brauch und Kunst. Also darf nicht ein ehrlich Meister Gotts Lohn und wie mit Diamanten in die Fenster machte, des Müßigganges wegen, mit meinen Fingern. So schlägt die Leier Apoll. Zu Schiffe aber steigen. Écris rapport. Et fermé. Maison. Tu es en série. Ein Murren war es, ungeduldig, denn von Wängen geringe Dinge, verstimmt wie vom Schnee war die Glocke, womit man läutet zum Abendessen. Sauer wird mir dieses wenig Geduld und Gütigkeit, mein Richter und Schutzgott, mit Prophezeiungen und großem Geschrei des Gebets mit Gunst. Denn Menschen sind wir und sie glaubten, sie seien Mönch. Und einer, der als Redner auftrat und als Pfarrherr, im blauen Wams. Entière personne, contente de son âme, Difficulté, connaissance, rapportier, stürzet herein, ihr Bäche von Lieb und Gottes Gnad und Glück im Seinen, Kräfte zu begreifen. O ihr Bilder der Jugend, als in Genua damals das Erdreich griechisch kindlich gestalte, mit Gewalt unter meinen Augen einschläfernd, kurz gefasstem Mondgeist gleich mir erschien. Moment tiré au sommeil. Der Schiffer Columbus aber beiseite. Hypostasierung des vorigen Orbis. Naivité der Wissenschaft. Und seufzeten miteinander um die Stunde nach der Hitze des Tags. Doch da hinaus, damit vom Platze wir kommen,
also rief, gewaltig richten die Gesellen die Stimme des Meergotts, die reine, daran Heroen erkennen, ob sie recht geraten oder nicht. Das bist du ganz in deiner Schönheit, Apokalyptika. Oui, alle pleur. Sie sahen nun, es waren nämlich viele der schönen Inseln.